Gitarrenspielen, hält das jung? Ich würde mal sagen, Musik im Generellen hält jung. Musik, die Einstellung zur Musik und die Einstellung zu speziell, ich würde auch sagen, dass das Band-Feeling, wenn das die richtige Chemie ist, das war für mich immer von Anfang an der wichtigste Punkt dabei, die Chemie in der Band muss stimmen. Ansonsten ist alles Blödsinn. Ist es deshalb, dass die Abschiedstournee schon seit mehreren Jahren andauert jetzt? Also sagen wir mal so, unser Manager, der hat wahrscheinlich geahnt, dass er stirbt. So traurig es auch ist. Aber es ist wirklich so, der hat mit dem Veranstalter damals dann diese geniale, ich muss sagen, genial war es. Wir haben natürlich als Band gesagt, gut, in Ordnung, wir hatten gerade Unbreakable gemacht. Und das Album ist sehr gut geworden. Wir haben gesagt, so Gutes kriegen wir nicht wieder und wir wollen es auch nicht rum ärgern auf der Bühne und rumschleppen. Also gehen wir mit dem Vorschlag, gehen wir ein auf den Vorschlag. Ja, und dann war, aber das war das Entscheidende dabei, was wirklich ist, die Tour war zu Ende, wir haben den Film gemacht. Und dann kam das Angebot von MTV, MTV Unplugged. Das, was wir immer schon machen wollten, aber nie konnten, weil wir immer belegt waren. So. Ja, und nach diesem Unplugged-Album und auch während der Farewell-Tour hab ich schon gesehen oder haben wir schon gesehen, Mensch, Kinder, das gibt's doch gar nicht. Wie viele junge Kids sind hier vor der Bühne? Klar, die haben bei YouTube, haben die ganzen Songs, die wir so spielen und machen und tun, auf dem Mund haben gesagt, was, oh, ist die ja geil, da müssen wir hin. Mit einem hat man da zwischen 15 und 22 Jahre die ganzen Fans, neuen Fans von der Bühne, hinten waren die Älteren und sind abgefahren wie die Verrückten. Und da haben wir natürlich gesagt, das ist ein ganz neues Feeling. Das ist gut, das spielen wir schon vor drei Generationen. Da haben wir gesagt, gut. Da haben wir noch ein riesen Angebot gekriegt für die nächste Tournee und haben gesagt, jetzt ist gut. Unser Manager ist derzeit gestorben gewesen dann. Und dann war ja, so alles durcheinander gewürfelt und wir haben gesagt, gut, jetzt sehen wir. Also wir würden mehr verlieren, wenn wir aufhören würden, als gewinnen. Ich war 1985 in Oakland beim Day Out in the Green und da war eine Local Band an vierter oder fünfter Position, die hieß Metallica und da hat der Manager denen gesagt, bleibt bis zu den Scorpions, schaut, was die tun und dann hat der Bassist, der hat gesagt, kommt, schaut und ihr seid mit 50 Metern mit der Limousine von der Garderobe zur Bühne gefahren. War das Show oder war das abgehoben? Nein, das war lustig. Ich meine, ich weiß, dass die Metallica, die haben sich über viele Sachen lustig gemacht in der Anfangszeit, obwohl sie eigentlich Scorpions-Fans waren. Voll, ne? Nee, das war eine tolle Show und tolles. Es passte eigentlich, da passte es total hin. Aber gut, dieser kleine Weg musste nicht unbedingt sein. Also zu Fuß könnte ich da auch hingehen. Aber du, ich meine, wenn Metallica ihren Spaß dabei hatten, dann ist es ja gut gewesen.